Moin, so Sportsfreunde, euer Görki am Start. Ich bin hier mitten in Thüringen. Hier ist ein Feld hinter mir. Was mache ich denn hier? Ja. Für mich ist immer ganz wichtig, zu wissen, wo auch die Rohstoffe herkommen. Ja, ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie Molke produziert wird und heute geht es um Getreide. Ja, ihr wollt doch sicher auch wissen, wo euer Müsli herkommt und eure Haferflocken. Und da habe ich eine nette Einladung bekommen von der Raiffeisen Waren GmbH und von Fendt. Die stellen zum Beispiel diesen riesen Mähdrescher her und da hinten ist einer der größten der Welt. Mit dem fahre ich gleich mal hier eine Runde übers Feld. Und das ist ja der Ursprung, ja, wo das Getreide herkommt, ja, wo ihr dann nachher euer Müsli habt. Und diesen Kreislauf gehen wir mal ein bisschen durch. Wir hinterfragen mal ein bisschen die moderne Landwirtschaft und gucken uns das mal ein bisschen genauer heute an. Wenn ich hier so auf diesem Feld stehe, ne, dann ist ein Gedanke ganz groß bei mir. Wir können heutzutage in den Supermarkt gehen, alle Produkte kaufen, Lebensmittel, Nahrungsergänzungen. Wir haben im Internet einen Riesenmarkt, wo wir alles kriegen, alle Produkte, alles toll verpackt, bunt und schön beschrieben. Aber dieser eine Gedanke, ja, wo kommt das her? Wer denkt denn darüber nach, dass das Müsli eigentlich hier den Ursprung hat? Ich glaube, keiner mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem, wenn man darüber redet, wenn man im Internet sich als Ernährungscoach, als Fitnesscoach verkauft, dass man auch mal wirklich einen Einblick bekommt, ob das jetzt positiv oder negativ, auch qualitativ, total unabhängig irgendwie ist, finde ich es einfach wichtig zu sehen, wie ist der Entstehungsprozess, ja? Dass wir einfach mal den Entstehungsprozess uns vor Augen halten, wie kommt das Ganze nachher in die Tüte, ja? Oder nachher auch in unseren Magen, ja? Da fängt es an, hier auf dem Feld unter anderem. Deswegen bin ich hier, um einfach mal wirklich tief reinzugucken, wie entsteht das und wo kommt es eigentlich her. Jetzt geht es für mich hier rein in diese Riesenmaschine, in diesen Fendt Mähdrescher, einer der größten der Welt. Und ich glaube, das wird ein einmaliges Erlebnis, weil diese Chance, mit so einem Mähdrescher zu fahren, bekommt man wirklich wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ich bin echt gespannt. Axel ist heute unser Mähdrescherfahrer. Muss man da extra eine Ausbildung für machen? Naja, man sollte schon eine gewisse Grunderfahrung haben. Okay, also kann man Führerschein für Mähdrescher machen? Nee, nur Fahrerschulung. Fahrerschulung, okay. Hat man Respekt am Anfang davor, wenn man das erste Mal macht? Ja. Schon heftig wahrscheinlich. Ich setze mich einfach mal hier hin. Also man merkt schon, es ist schon wie so ein Raumschiff hier drin, so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen an Star Trek, wie er das mit dem Joystick hier bedient. Ganz schön Power, das Ding, ne? Ja, 650 PS haben wir jetzt. 650 PS? Kannst du mit dem Ferrari mithalten. Wie viel passt denn da rein? Also wenn du jetzt die Ernte machst, also sag ich mal, einmal, dass der Tank voll ist. Genau, wenn der Tank voll ist, haben wir ungefähr 15 Tonnen Getreide 15 drin, Tonnen? Also 15 Kleinwagen angelegt. Okay. Ach, krass. Kannst du alle Arten von Getreide damit abbauen oder ist das irgendwie auf gewisse Nein, Arten? Nein, der Mähdrescher kann alles abbauen, nur ja. Die einzige Ausnahme ist Mais, da brauche ich einen anderen Vorsatz. Aber getreidetechnisch geht alles. Das Mais ist genau, wird dann vorne einfach was dran Mais kommt montiert. Maispflücker davor und das Schneidwerk kommt ab. Wie viel ist es notwendig, eine riesig große Fläche auf einmal, sag ich mal, ernten zu können? Ja, dadurch, dass wir halt immer weniger kurze Erntephasen haben durch die Wetterperioden. Ja. Dieses Jahr ist genau umgedreht. Dieses Jahr haben wir extrem viel Trockenheit. Ja. Aber letztes Jahr war es genau umgedreht. Letztes Jahr hatten wir einen Tag trocken und drei, vier Tage Regen wieder. Ja. Und da mussten natürlich in dieser kurzen Zeit enorme Flächen abgeerntet werden. Ja. Und dadurch ist es schon erforderlich, dass man natürlich da auch riesen Schneidwerke und große Schnittbreiten hat. Das heißt, ihr seid komplett abhängig vom Wetter und müsst dann schnellstmöglich reagieren? In den Wetterphasen so viel wie möglich dann runterzuholen, wenn die Ernte reif ist. Das Allerwichtigste, dass man die große Fläche so schnell wie möglich abbauen kann. Ne? Richtig, weil sonst die Qualität runtergeht. Ne? Ja. Also jede Qualität wird nur eine gewisse Zeit im Sommer gehalten. Ne? Und nachher habe ich nur noch Futtergetreide, was anfangs vielleicht ein guter Backweizen war zum Beispiel. Das heißt jetzt 2018, jetzt bei diesem heißen Sommer, spielt Timing eine Riesenrolle. Ne? Dass man zumindest die einzigen Chancen, die man hat, wahrnimmt. Weil diesmal sind es wahrscheinlich wenige. Ne? Axel, was ist hier so die Erntemenge, die man mit so einem fetten Mähdrescher hier erreichen kann? Also wir reden hier bei den Maschinen irgendwo um
sagen wir mal, guten Verhältnissen zwischen 60 und 90 Tonnen, die wir pro Stunde ernten. Ja. Und dann ist natürlich ausschlaggebend, wie lang der Arbeitstag ist. Ne? Da kann man sich das natürlich hochrechnen, dass da am Tag schon mal irgendwo, wenn es gut läuft, 800, 900 Tonnen geerntet werden mit einer Maschine. Das ist auf jeden Fall eine gute Portion Müsli und Brot, die ihr euch da reinhauen könnt. Ne? Bei dem heutigen Verbrauch, ne, an Nahrungsmitteln notwendig, diese Mengen wahrscheinlich, um die Nachfrage zu befriedigen. Ne? Ja, das ist so. Und auch es geht ja nicht nur um die Nachfrage jetzt für Qualitätsweizen, sondern auch für Futterweizen. Die Tiere müssen ja auch versorgt werden, die hier überall stehen. Weißt du ungefähr das Verhältnis, wie viel Prozent, sagen wir mal, die Futternahrung gehen? Nee, das kann ich leider nicht sagen. Ne? Das ist industrieabhängig, das weiß ich nicht. Also letztes Jahr war es viel, weil wir viel Futtergetreide hatten. Dieses Jahr haben wir aber relativ viel gute Qualität. Also da wird wahrscheinlich auch ein Großteil wirklich zu Mehl und zu Backweizen gemacht. Okay, und das entscheidet auch teilweise, wie das Wetter und so weiter. Wie die Ernte ausfällt, entscheidet man, wie das industriell weiterverarbeitet wird. Richtig. Das ist interessant. Weil wenn man jetzt viel Futterweizen hat, wo man kein Mehl mehr draus machen kann, dann geht das natürlich alles in die Futterindustrie. Okay. Und nicht mehr in die Backindustrie. Ja, wusste ich gar nicht. Das ist interessant, dass man das davon abhängig macht. Das ist auch abhängig dann wieder vom Wetter. Wie schaffen es die Landwirte, ihr Getreide zu ernten? Ja. Und wie ist die Qualität? So, ich habe hier zwei Experten von Fendt. Ja, einmal den Felix und einmal den Steffen. Und ich möchte noch mal ein bisschen mehr auf die Landwirtschaft eingehen und fangen gleich mit einer kritischen Frage an. Es ist immer so ein bisschen die Kritik, sage ich mal, auch durch die Medien, wenn alles größer oder automatisierter ist, ist ja oft so ein bisschen, dass viele einwerfen, ja, dann wird ja die Qualität schlechter, als wenn das handgemacht ist, ja. Wie seht ihr das? Leidet die Qualität darunter oder passiert eher das Gegenteil? Als produzierendes Gewerbe, also als Landwirtschaft gesprochen, ist es gerade extrem wichtig, dass wir so eine große Maschine haben, einfach um die Schlagkraft zu haben. Weil du hast einfach nur eine sehr, sehr beschränkte Zeit, ein sehr, sehr beschränktes Erntefenster, in der du die Ernte mit hoher Qualität im Prinzip einbringen kannst. Und wenn dann über den Weizen als Beispiel zu oft ein Regen drüber geht, dann leiden eben die Qualitäten. Das heißt, wir brauchen Effizienz, wir brauchen Schlagkraft. Und das bedingt einfach diese schiere Größe von diesen Erntemaschinen. Ja, das heißt, wenn es ein Betrieb diese Maschine hat, ist das natürlich auch für den Weiterverlauf der Qualität der Rohstoffe natürlich von Vorteil, wenn das halt in dem Zeitraum schnellstmöglich und viel abgebaut werden kann. Ne? Es gibt da mehrere Kriterien, Qualitätskriterien, die man auch messen kann. Ja. Und wenn jetzt ein Weizen totreif ist und trocken ist und dann geht ein Regen drüber, dann werden die Körner, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, zum Keimen angeregt. Mit diesem Prozess verliert er aber an Backqualität und Backeignung. Ah, okay. Und das bedeutet im Umkehrschluss, zum einen für die Bäckereien natürlich, brauchen die eine gute Qualität, um eben entsprechende dann Produkte produzieren zu können. Und für den Landwirt bedeutet das bares Geld, weil er ansonsten Abzüge bekommt. Kann der Abnehmer, der Kunde, der jetzt zum Beispiel von der Produktion oder von der Ernte das Korn oder das Weizen abnimmt, kann der sagen, ich gebe gern weniger aus und nehme eine schlechtere Qualität? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben, dass man das nachher vielleicht gar nicht mehr im Brot oder Müsli weiterverarbeiten darf? Ja, da gibt es schon Qualitätskriterien, die Mühlen, das als verarbeitendes Gewerbe, dann eben festsetzen. Entweder gibt es dann Abzüge oder sie nehmen es sogar vielleicht auch gar nicht an. Ja? Und dann gibt es gewisse Kriterien, ab denen es dann kein Backweizen mehr ist, sondern nur noch Futterweizen. Okay. Natürlich gibt es auch Jahre, in denen wir sehr, sehr schwierige Erntebedingungen haben, wo wir wenig qualitativ hochwertiges Getreide haben, dann nehmen die auch schon mal etwas schlechtere Qualitäten, aber in so einem Jahr wie dieses Jahr, wo wir eigentlich nur gutes Wetter haben, da sind die relativ strikt. Ich bin ja gerade einmal mitgefahren mit dem Mähdrescher und das ist ja da drin, sieht so ein bisschen aus wie bei Star Trek so. Ne? Das ist ja, man denkt ja nicht unbedingt an Landwirtschaft heutzutage. Wahrscheinlich haben auch viele noch so alte Bilder vor Augen. Wie wird denn die Sicherung oder wie ist die Qualitätssicherung, sag ich mal, bei der Ernte an sich, wie wird kontrolliert, dass es perfekt abgebaut wird oder geerntet wird? In der Maschine selbst sind 52 Sensoren verbaut, die in der ganzen Maschine überwachen, wo das Material gerade in welchen Mengen abgeschieden wird. Es wird die Ware im Korntank wird durch eine Kamera überwacht. Also oben im Korntank ist eine Kamera, die jede Sekunde ein Bild von dem Fertigmaterial macht und mir genau zeigt, habe ich Bruchkorn, habe ich Fremdbesatz drin, wie ist meine Reinigung, wie ist das Material, was ich ernte. Damit habe ich natürlich wesentlich mehr und bessere Möglichkeiten in einer großen, modernen Maschine, als das früher gegeben war. Ja. Also wir sind da qualitativ mit den großen Maschinen doch
ziemlich gut oder besser unterwegs als früher. Über ein iPad kann ich sehen, wo in der Maschine gerade was abläuft und welcher Prozess wie funktioniert und auch wie ist meine Qualität, die im Kontakt ankommt. Um die Maschine drumherum ist eine 360-Grad-Kamera, dass ich Hindernisse, Menschen, was auch immer sehe. Und ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch kein Standard. Wie ich vorhin schon bei der Präsentation mitbekommen habe, die Fahrzeuge werden, sag ich mal, alle 30 Jahre neu entwickelt. Und wenn du jetzt so einen modernen Mähdrescher hast und den mit einem Vergleich aus den 80er Jahren oder so vielleicht, dann ist ja das ja schon echt, also in der Entwicklung, das also ist wie bei den neuesten Autos dann. Ne? Also die Maschinen werden immer größer, auch im Straßenverkehr führt das natürlich zu Problemen. Aber wir haben auch alle mögliche Technik da drin, um das überwachen zu können und da möglichst sicher arbeiten zu können. Ja, wenn ich mir vorstelle, mit so einem Ding, ich bin ja aus Berlin oder woanders her, ich glaube, da hätten wir ein großes Publikum auf jeden Fall. Ne? Ja, mal angenommen, ihr macht so eine Massephase, so eine Aufbauphase, wollt ein bisschen zulegen und ihr hättet so ein Ding im Garten stehen. Könnten wir sagen, wie viel Müsli oder Haferflocken man in einer Stunde damit produzieren kann? Ja, also wenn du davon ausgehst, dass so eine Maschine irgendwo bei vernünftigen Bedingungen bis zu 80, 90 Tonnen Getreide in der Stunde ernten kann, und du circa, naja, was hat so eine Portion, 50 Gramm? Das wären bei 80 Tonnen 1,6 Millionen Portionen Müsli. Also wir könnten einige in einer Stunde einige Leute satt kriegen in einer Stunde. Da wird man jetzt mal satt. Was kostet der überhaupt, der Mähdrescher? Das kommt ganz extrem auf die Ausstattung. Sagen wir mal die beste Ausstattung mit einem etwa. Also wir liegen wir über 500.000. Oha. Ja gut, dann müsst ihr euch das nochmal überlegen mit dem Müsli. Vielleicht doch im Supermarkt kaufen. Für mich war das echt ein cooler Einblick heute mal wieder. Das ist wirklich so eine Sache, die ist einmalig. Ja, wann kann man schon mal hier so ein fettes Ding fahren, so einen riesen Mähdrescher? Ja, in dem Sinne nochmal vielen Dank an die Raiffeisen Waren GmbH, die das ermöglicht hat. Weil nur über solche guten Kontakte hat man noch die Chance, einfach mal hier reinblicken zu können. Und ich glaube, das war ein cooler Einblick, einfach mal zu sehen, wie wird auch Getreide abgebaut, was ihr nachher in Form von Müsli oder Haferflocken oder auch Brot auf dem Tisch stehen habt. Und in dem Sinne, ich glaube, ich gönne mir mal heimlich nur eine kleine Runde. Ist schon mal ein schönes Monstrum. Erinnert mich immer an so einen Monster-Truck früher aus der ganzen Sendung. Ich gebe mein Gas. Adios.